von Pulse of Europe hier zu mir bitten. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Jetzt läuten die Glocken, aber ich glaube, das ist einfach nur das etwas verspätete 17 Uhr läuten. Ich glaube, man hört mich trotzdem noch. Ja, meine Damen und Herren, die Demokratie lebt davon, dass es Demokraten gibt, die sie am Leben erhalten. Und ich glaube, das haben wir heute alle gemeinsam hier ganz gut demonstriert, indem wir hier zusammengestanden haben, indem wir auch von unseren verschiedenen Organisationen uns hier zusammengefunden haben, indem wir gezeigt haben, wie schön und wie vielfältig die Zivilgesellschaft in Fulda ist. Das, was da unten gerade passiert, ist der Versuch, seine eigenen Ideen an den Mann zu bringen, indem man sich darauf beruft, man würde ein Gedenken abhalten. Nun, wenn man wirklich gedenkt an all die vielen Opfer, die der Nationalsozialismus und der darauffolgende Zweite Weltkrieg gebracht haben, dann kann man nur zu einem Schluss kommen, das, was danach kam, war wertvoll, war gut, war richtig. Welchen Mut hat es erfordert von Menschen wie Konrad Adenauer, wie Charles de Gaulle, der ja schließlich als General im Weltkrieg maßgeblich mitgekämpft hat, nachher dann sich zusammenzufinden und Europa zu vereinen, eine Versöhnung herbeizuführen und den Grundstein zu legen für unser gemeinsames, demokratisches Europa, in dem all diese Werte, von denen meine Vorredner hier schon viel gesprochen haben, in dem all diese Werte aufrechterhalten werden und einen hohen Stellenwert haben. Und die Demokratie lebt vom Mitmachen. Und deswegen ist jeder auch aufgefordert, daran zu denken, dass wir bereits in 99 Tagen Europawahl haben. Und diese Europawahl wird eine sein, die von ganz besonderer Wichtigkeit und Tragweite ist. Denn die Extremisten und die Populisten von sämtlichen politischen Strömungen versuchen, dort mehr Einfluss zu gewinnen und versuchen letztlich eins, genügend Stimmen zusammenzubekommen, um nachher das Europaparlament, was jetzt eine ganz gewaltige Rolle spielt, um dieses Europaparlament zu blockieren und lahmlegen zu können, um dann wieder ihr eigenes politisches Süppchen zu kochen, nämlich zu sagen, seht mal dort, da wird nichts auf die Reihe gebracht, wir müssen zurück zu irgendwas, ja, im schlimmsten Falle zu dem, was dort unten propagiert wird, nämlich irgendeine völkische Gesellschaft. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen sind wir alle aufgerufen, mitzumachen an dieser Demokratie und eben auch zur Wahl zu gehen in 99 Tagen am 26. Mai und unsere Stimmen abzugeben für eine der demokratischen Parteien, für eine der europäischen Parteien, damit das Europäische Parlament handlungsfähig bleibt und damit dort weiter gute Politik für uns alle in Europa gemacht werden kann und unsere gemeinsamen Werte, die wir heute hier vertreten haben und gezeigt haben und Gesicht dafür gezeigt haben, dass diese Werte weiter gepflegt werden, weiter aufrechterhalten werden. Wir von Pulse of Europe, das darf ich an dieser Stelle noch ankündigen, werden vor der Europawahl auch wieder aktiver werden. Wir werden uns zeigen, wir werden beispielsweise wieder eine Sonntagsveranstaltung machen. Der Termin dafür wird der 19. Mai sein, mit einer Veranstaltung wieder am Universitätsplatz, mit einem anschließenden europäischen Picknick, allerhöchstwahrscheinlich im Schlossgarten. Und wir werden in verschiedenen weiteren Formaten dafür werben, europäisch zu wählen und unsere Werte gemeinsam zu erhalten, auch durch die Stimmabgabe. Ich bedanke mich. Marc-Thilo Müller von Pulse of Europe.